Was Sie schon immer über Modell-U-Boote wissen wollten, konnten Sie beim 6. internationalen Modell-U-Boot-Treffen in Neulenkbach erfahren. Hans Hoffmann von der Interessensgemeinschaft Modell U-Boote Austria mit einem breiten Lächeln hier im Freizeitzentrum Freizeitbad Neulenkbach. Bitte, was geht hier ab? Ja, also geht eigentlich ganz schön die Post ab. Wir haben zum 6. Mal unser Modell U-Boot-Treffen hier im Freibad. Wir haben mittlerweile Teilnehmer aus 9 Nationen hier in Neulenkbach vertreten. Es sind derzeit 65 Teilnehmer. Es kommen noch ein paar dazu jetzt im Laufe des Tages und morgen. Ja, und wir veranstalten dieses Treffen alle 2 Jahre hier im Freibad. Und wir sind froh, dass wir eben von der Gemeinde in der Lenkburg hier das Becken zur Verfügung gestellt bekommen. Was ist die Geschichte? Es kommen Damen, Herren, junge, ältere Leute aus aller Herren Länder und präsentieren ihre U-Boote? Im Großen und Ganzen ja. Also man kann sagen, die U-Boot-Fahrer, die Modell-U-Boot-Fahrer, das ist eine riesengroße Gemeinschaft über ganz Europa, eigentlich kann man sagen weltweit verstreut. Und man hält untereinander halten sie die Modellbauer zusammen in kleinen Gruppen, anderen Vereinen oder Interessensgemeinschaften. Und man kennt sie halt übers Internet und so. Und man besucht sich dann gruppenweise oder vereinsmäßig gegenseitig. Also einmal ist man in Deutschland, dann ist man in Belgien, man ist in Frankreich, USA. Und diesmal sind halt alle bei uns in der Lenkbach wieder. Und alle sehr begeistert vom Freizeitbereich, Freizeitbad in der Lenkbach. Das kann man so sagen, ja. Also es ist vom Areal her, es ist alles da, was wir brauchen. Es ist eine große Wasserfläche, es ist tief genug, es ist ein gepflegtes Ambiente hier. Alles da, was man für U-Boot-Treffen braucht. Ja. Sensationell, herzlichen Dank und viel Erfolg noch. Ja, danke, sogar danke. Very international flair is coming with Mr. Maurer here to Neulenkbach because you are coming directly from the outback, from Australia. Aber Gott sei Dank können wir miteinander Deutsch sprechen. Erklären Sie mir das mal. Not quite outback. Wir sind nicht ganz in der Mitte von Australien. Wir sind auf der Ostküste von Australien. Canberra ist ungefähr 250 Kilometer von Sydney nach Süden. Und von dort kommen wir her, um das mit den U-Booten zu spielen. Sie sind Österreicher, der nach Australien ausgewandert ist. Wo haben Sie die Liebe zu den U-Booten, zu den Modell-U-Booten entdeckt? Ja, ich habe schon mit Modellschiffen gebaut, wie ich schon 14 Jahre jung war. Und dann habe ich mich umgestellt, weil die
Unterseeboote sind natürlich die dritte Dimension, das Tauchen und wieder Auftauchen, das ist schwer und nicht so einfach, aber jetzt hat das gelungen. Und das habe ich jetzt schon 10 Jahre ungefähr mit Unterseebooten gespielt. Wasserpumpe wird das aufgepumpt zum Tauchen. Und dann wird das Wasser abgelassen und zum Raufkommen. Sagen Sie mir, was ist für Sie so wichtig an diesen Veranstaltungen? Warum kommen Sie her? Um sich zu präsentieren oder neue Dinge zu erfahren? Beides, uns zu repräsentieren und auch neue Dinge, aber das ist immer etwas anderes. Wir bauen das Gleiche, aber ganz leicht ein bisschen unterschiedlich. So, wir lernen jedes Mal, wenn wir kommen, von uns und immer dasselbe oder das Gleiche, wissen wir so. Es ist sehr schwer, das Deutsch ist nicht so leicht mehr. Ihr Deutsch ist jedenfalls besser als mein Englisch. Ich wünsche Ihnen für die 2 Tage hier in Neulenkbach viel Spaß, viel Erfolg und kommen Sie wieder. Dankeschön, danke, hat mich sehr gefreut. Josef Wanneck, ich sehe Sie schon den ganzen Vormittag hier in Neulenkbach. Sie basteln an Ihrem U-Boot, Sie sind tauchen gegangen, Sie sind jetzt wieder zurückgekommen. Jetzt muss, ich glaube, die Akkus müssen jetzt wieder geladen werden. Erzählen Sie mir ein bisschen über die Faszination dieses Hobbys. Ja, an und für sich also geht es darum, die Technik zu überlisten und die Schwerkraft zu überlisten. Und das ist halt eine Herausforderung, nicht? Was heißt denn das genau für jemanden, der sich noch nie damit beschäftigt hat? Naja, dass ein Boot abtaucht und dann wieder auftaucht und nicht unten bleibt zum Beispiel. Ne? Wie sind denn Sie speziell zu diesem Hobby gekommen? Ich habe das einmal auf der Messe gesehen und das hat mich fasziniert. Ich habe mir gedacht, ich probiere das einmal zu bauen. Ne? Und dann beginnt man mit kleineren Booten, Anleitungen, wahrscheinlich am Anfang günstigeren Modellen? Eigentlich nicht. Man nimmt sich ein Boot, fängt an zum Bauen, stellt es fertig aus irgendeinem Bausatz, dann kommt man zum U-Boot-Treffen und dann sieht man da, was die anderen haben. Wenn man dann zu Hause fährt, sagt er so, jetzt baue ich das wieder um. Und bis ein Boot fertig ist, ist es mindestens 5-mal umgebaut. Das heißt, die meisten von den Herren und vereinzelt Damen, die ich hier sehe, haben ein U-Boot in dieser... Ein U-Boot oder maximal 2 U-Boote und das wird immer wieder modifiziert, weil es kommen immer technische Neuerungen wie Lage- und Tiefenregler und lauter so Zeug. Also das muss man dann natürlich einbauen, dann ist das Boot zu schwer, dann muss man das Boot wieder ausschäumen, dass es wieder in die Höhe kommt. Also es ist halt eine Herausforderung. Eine Herausforderung und ein Haufen Arbeit damit. Das ist richtig, nicht? Und jeder will sein Boot natürlich so authentisch wie möglich zu machen, nicht? Von den U-Booten, die wir hier heute sehen, was ist für Sie das Speziellste? Was ist für Sie das Bewundernswerteste? Interessant ist also die Holland-Boote der österreichischen Kriegsmarine, die aber sehr schwer irgendwo als Grundbausatz zu bekommen sind. Und das ist natürlich schon eine Herausforderung, sowas zu bauen. Vor allem als Österreicher will man sowas bauen einmal jetzt. Nicht? Und das wird das nächste Boot werden.